Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Wir machen weiter in der Aktion Sommerinseln Abenteuer. Und was man noch bedenken muss, man muss nebenbei bei der zweiten Aktion immer darauf achten, dass man hier die Echo-Schnecken sammelt von der Aktion Klang des Echos. Weil das ist im Endeffekt, also grundsätzlich zumindest erstmal, einfach nur sammeln von diesen Echo-Schnecken, weil man kann aktuell auch gar nichts machen. Also man muss diese Echo-Schnecken sammeln, erst dann schaltet man quasi sozusagen ein bisschen was frei. Und das heißt, man muss auf diese Symbole auf der Karte achten. Das sind so kleine Muschelsymbole einfach. Genau. Und die muss man einsammeln. How time flies. In the blink of an eye, I've grown old. Oh, hello, darling. Come to Grandma. Oh, goodness. Someone's growing up fast, aren't they? You're not a small child anymore. Now, what do you think this might be? It's a family heirloom. Grandma's ancestors brought it with them when they came here many years ago. Today, Grandma's giving it to you. Take it, and remember this nursery rhyme. One river flowing down the middle. Genau, und das war's im Endeffekt. Also noch relativ unspektakulär. Da schauen wir uns, wie gesagt, also ich sammle die Schnecken jetzt dann erstmal einfach und dann gucken wir mal, ob man damit noch irgendwas anders großartig machen kann. Aber darauf muss man auf jeden Fall nebenbei noch achten, weil wenn man die jetzt nicht gleich am Anfang schon mitsammelt, dann muss man sie jetzt später im Nachhinein nochmal extra sammeln und das macht dann halt natürlich relativ wenig Sinn. Genau, aber jetzt gehen wir auf jeden Fall zurück zu unserem Wellenreiter und schalten diese Apparate frei, beziehungsweise lassen die Apparate leuchten. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss im Endeffekt einfach nur auf der Map gucken. So, hier sind wir direkt vor einem, das heißt, man muss eigentlich einfach nur so fahren, dass man quasi zu den Teleportationspunkten kommt. Im Endeffekt was anderes ist das ja gar nicht, diese Apparate. Genau, der nächste Teleportationspunkt ist eben hier auf der Insel. So, nochmal gucken, ob wir da auch reinkommen. Aber das sollte wohl kein Problem sein. Genau. Alter, warum so aggressiv? Rohes Geflügel? Was für eine Ausbeute. Meine Kameraden, wir sind reich. Reich, sage ich euch. Der war schnell tot, Rip. Der war sehr schnell tot. Die waren alle schnell tot, was zum Teufel. Das ist echt blöd für mich, weil ich in dem Team keinen Fernkämpfer habe. Aus meinem Main-Team habe ich keinen Fernkämpfer. Das ist sau nervig, dass dann jetzt jedes Mal so ein Village auf so einer dämlichen Plattform steht. Und ich da jedes Mal so umständlich hochklettern muss. Bam. Oh, die haben aber echt gut gedroppt, muss man sagen. Nice. Und in jeder so einer Truhe, in jeder wertvollen Truhe ist einmal eines Helden Weisheit, was ziemlich gut ist. Ich meine, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber es ist trotzdem mal erwähnenswert, sagen wir es mal so. Nice. Okay, eine Muschel habe ich, glaube ich, da hinten gesehen, oder? Genau. Und der Teleportationspunkt ist auch hier hinten. Ja, da unten wird wahrscheinlich nichts mehr sein, hoffe ich zumindest mal. Hier liegt verdächtig viel Zeug auf dem Boden. Okay. Wait, da ist noch ein neues Symbol. Das kennen wir noch gar nicht, glaube ich, oder? Uff, das ist alles auf dem Berg drauf. Das ist natürlich sehr schlecht, weil man erkennt jetzt überhaupt nichts mehr auf der Minimap. Das ist nicht so vorteilhaft. Haben sie wahrscheinlich mit Absicht so gemacht, schon klar, aber ich meine nur, trotzdem ärgerlich. Also hier ist auf jeden Fall schon mal der Teleportationspunkt. Genau, jetzt haben wir hier auch das ganze Ding freigeschaltet, also jetzt sehen wir auch, wo wir uns hier lang bewegen. Was war denn das andere Symbol noch?
Ah. Da war nichts mehr. Das war einfach nur, weil die Map so nah rangezoomt war. Okay, aber hier ist noch irgendwo eine Echo-Schnecke. Hier. Hey, guess what? Grandma gave me a gift. Wanna see it? Here. Grandma says it comes from the world outside. She says our ancestors brought it to the island when they first came here. Oh, and she taught me a nursery rhyme too. I think it goes like this. Four winds bring the sound of joy. Okay. Gut. Dann müsste man theoretisch gesehen durch sein mit dem Abschnitt hier. Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwo eine versteckte Truhe oder so ist. Das ist natürlich klar. Ah, hier ist tatsächlich noch was. Genau das meinte ich. Wenn man jeden Zentimeter absucht, findet man eigentlich immer noch was. Das ist nur die Frage. Jetzt muss ich erstmal das Team wechseln. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn man keinen Fernkämpfer hat. Im besten Fall einen Bogenschütze. Aber man kann ja schlecht alles haben. Müsste im anderen Team war auch Amber. Daneben. Wait. Oh. Oh, ist nur eine einfache Truhe. Schade. Dann gucken wir mal, ob wir noch was finden. Da unten sind noch ein paar Vogeleier. Dann könnte man noch mal auf die andere Seite gucken. Was ist das denn hier? Das sieht auch sehr verdächtig aus. Okay. Ja, gucken wir nochmal schnell auf die andere Seite von dem Ding. Dann fahren wir direkt zum nächsten Teleportationspunkt. Sei ich wie früher halt am Anfang von vom Spiel, wo man halt im Monster noch nichts kannte, wo man da im Endeffekt auch erstmal rumgelaufen ist und alle Teleportationspunkte freigeschaltet hat. Eigentlich ist es jetzt das gleiche, nur in einer etwas kleineren Version und mit weniger Teleportationspunkten. Okay. Na, ich glaube, hier ist nichts mehr. Nope. Kann man sich eigentlich zu dem Ding kann man sich nicht teleportieren, ne? Nee. Ich kann mich nur hier hoch teleportieren. Auf der Insel waren wir davor, gell? Genau. Ja, weil die davor ja nicht angezeigt wurde, ist gar nicht so einfach zu sagen, ob man da schon war oder nicht. Hui. Boom. Okay, wo ist der nächste Teleportationspunkt? Hier. Also straight geradeaus im Endeffekt. Müssen wir jetzt natürlich gucken, ob wir irgendwo Fackeln haben. Hier. Die uns zumindest ein bisschen den Weg leiten. Aber ich weiß gar nicht, wenn man die Map freigeschaltet hat. Die haben doch am Anfang gesagt, man findet sich dann nicht zurecht, oder? Also eigentlich Schwachsinn, weil wenn du die ganze Map freigeschaltet hast, dann ist ja egal, ob das neblig ist oder nicht, du weißt ja trotzdem, wohin du fährst. Aber gut. Alright. Achso, Mist, ich bin auch im falschen Team, gell? Hoppla. Ich bin im falschen Team? Ich hasse es, wenn Gegner ins Wasser fallen. Ich finde, da sollten die Items dann automatisch deinem Inventar zugeordnet werden. Es gibt auch Items, die versinken und die kann man dann nicht bekommen, so wie die da. Ja, die Items sind jetzt einfach weg. Cool. Ja, sowas verstehe ich halt nicht. Wie sowas immer noch ein Problem ist. Obwohl das Spiel jetzt alles andere als neu mehr ist. Das ist ja schon ewig draußen. Was zum... Okay. Jetzt kann ich den Gegner da auch nicht bekämpfen, aber wenn ich ihn so töte, fällt er auch ins Wasser. Na gut, okay, nochmal Glück gehabt. Ey, das ist doch ein Witz. Classic Genshin Impact. 5000 Mora.
10.000, damn. Okay. Rückwärtsgang und volle Power. Ups. Karanmast gesetzt. Wo sind wir? Okay. Ich sehe einen Felsen. Da ist die nächste Muschel. Also sind wir noch nicht ganz da. Ups. Oder Schnecke, aber das Symbol ist ja die Muschel. Holen wir die uns auch schnell. Nein. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? An Wurzeln müsste man ja noch viel besser klettern können, rein theoretisch. Da kannst du dich ja dran hochziehen. Ein Rätsel. Und aber erstmal die Schnecke. I've seen it with my own eyes. People disappear into the fog and never return. So please, do not put yourself in danger. Wie wär's mit, nein. Ah, okay. Truppe. Habe ich überhaupt alle vier? Hier unten ist noch eins. Zwei, und wo ist das vierte? Hier. Go. Okay, nice. Und dann müssen wir noch mal kurz gucken, ob das alles war. No. Ach, Mist. Und wieder in so einer bescheuerten Position fighten, wo die Gegner ins Wasser fallen werden wahrscheinlich. Oder die Items zumindest. Rettet die Items. Oh mein Gott, einer der Gegner ist ins Wasser gefallen. Wie soll ich den jetzt bitte bekämpfen, hä? Kann mir das mal jemand erklären? Wenn ich keinen Fernkämpfer habe? Ich mache dem nicht mal Schaden, wenn ich den aus dem Fall treffe. Ach, Mann. Ich check's halt einfach nicht. Das ist. Bin ich der Einzige, den das aufregt? Das ist halt das, was mich, glaube ich, am meisten in Genshin Impact aufregt. Jetzt erstmal saufen. Also egal, ich hätte so oder so weggemusst aus dem Kampf raus. Das erledigt auch den Job. Nö, erledigt tatsächlich nicht den Job, oder? Oh, jetzt habe ich ihm Schaden gemacht. 2000. Nice. Von 56 Millionen. Stabilize! Ich könnte mit Tutao ihre Fähigkeit aktivieren. Wenn ich ihn dann treffe, müsste ich wesentlich mehr Schaden machen. Mist. Wieder nicht getroffen. Gott, Alter, ich kann doch nicht der Einzige sein, den sowas wahnsinnig macht, Mann. Das ist einfach so ein unnötiger Crap, wirklich. Weil die einfach immer diese Kämpfe an so dämliche Küsten machen müssen. Die können einfach den Kampf 5 Meter weiter landeinwärts machen, damit sowas niemals passieren kann. Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich ist. Das raff ich einfach nicht. Sowas muss doch, wenn man das ausprobiert, wenn man sowas testet, muss das doch die ganze Zeit auch passieren.
Außer ich bin wirklich der einzige Mensch auf der Erde, dem das andauernd passiert. Noch schlimmer ist es ja, wenn es mit Items passiert, die du dann niemals bekommen wirst. Aber mit Gegnern ist es natürlich auch nervig. So. So unnötig einfach. Jetzt habe ich auch vollkommen umsonst auf das Team gewechselt. Gut. Dann fahren wir weiter. Zum Teleportationspunkt. Aber fahren wir noch kurz diese Insel darüber. Da muss ja auch irgendwas sein. Theoretisch ein Windfeld ist hier. Okay. Anscheinend ist hier doch nichts. Magie war das denn? Aber was hat uns das jetzt gebracht? Ah, vielleicht war es gar nicht so klug, ne? Na gut, so weit war das ja nicht. Okay. Also gibt es anscheinend auch Inseln, wo es keine Belohnungen oder irgendwas gibt, die einfach nur random da sind, schade. Wäre lustig, wenn man keine Ausdauer mehr mit dem Schiff hat und dann einfach auch absäuft. So wie mit der richtigen Ausdauer bei Carrick dann. Okay. Die Insel ist auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher als die letzte. Das war's? No way. Stabilize. Keine Gegner? Keine Muschel? Sehr seltsam. Oder Schnecke, whatever. Komisch. Also die Insel ist halt auch so klein, da kann man nicht wirklich was übersehen. Falls ich doch was übersehen habe, könnte ich so sagen. Okay. Wollen wir da rüberfahren? Plündern wir noch kurz die Insel. Gleich kurz ist ein riesiges Seeungeheuer unter uns. Mist. Ja, das hat es jetzt wahrscheinlich nicht so sehr gelohnt. Ups. Wobei, wir können sie einfach nochmal dahin teleportieren und einen neuen Wellenreiter rufen. Das geht wahrscheinlich sogar schneller. Also ich meine, man muss ja nicht unbedingt den Markierungen hinterherfahren. Aber wenn die sowieso die Richtung zum nächsten Teleportationspunkt weisen, dann warum nicht? Ah!
Ich wollte es gerade sagen, wäre lustig, wenn ich jetzt dran vorbeifahre und noch eine Truhe oder so sehe. Genau dann ist es passiert. Genau dann ist es passiert. Oh, hoppla. Oh, Moment mal. Wait. Habe ich gerade einen Trick 17 rausgefunden? Habe ich gerade einen Trick 17 rausgefunden? Was ist das denn? Was zum Teufel war das? Du kannst einfach aussteigen, kurz, dann hast du wieder volle Ausdauer. Was zum Teufel ist das? Oh, jetzt hätte ich fast getroffen. Jetzt hätte ich getroffen. Okay, das bringt nichts. Aber ja, Trick 17. Kurz aussteigen und wieder einsteigen. Und schon hast du wieder volle Ausdauer. Nochmal gucken, ob es funktioniert. Jupp, funktioniert einwandfrei. Nice. Trick 17. Ach komm, die Leiter ist auf der anderen Seite. Ey, geh doch weg mit deiner hässlichen Blase, Mann. Nein! Order Kaiju. Let's light it up! Wieder mal 10.000 Mora. Wie weit ist es denn noch zum nächsten Teleportations... Ah, nice. Ups. Das Ding fährt aber irgendwie in die falsche Richtung. Oder führt. Ach so, weil es uns wahrscheinlich zum ersten Teleportationspunkt zurückführt. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen Offroad. Offroad. Woohoo. Oder auch nicht. This isn't good. Wieso nicht? Was zum Teufel? Wieso? Was ist passiert? Mist. Damit haben wir den letzten Teleportationspunkt freigeschaltet. Und haben jetzt die ganze Map aufgedeckt. Puddinginsel, Insel der Gefahren, Ruineninsel, Zwillingsinseln. Das ist aber ganz schön viel freie Fläche. Das war eine fette Truhe. Me likey. Me likey a lot.
Okay. Wieder keine Muschel, komischerweise. Was ist das? Da sind Kryo. Wait, sind die unter Wasser? Ich werde das absaufen. Oh Gott. Ach, ist doch immer das Gleiche. Ey. Oh Gott. Aber wie aktiviert man die? Bogenschützen vielleicht? Oder mit Ultimates? Hutao ist auch nicht so groß genug, um da zu stehen. Wobei mal bei Hutao vielleicht. Mist. Oh, warte mal. Hahaha. Zhongli. Und jetzt. Also wahrscheinlich funktioniert es sowieso nicht. Wahrscheinlich muss man erst. Kann man den Meeresspiegel eventuell senken? Aber. So. Und dann so. Nope, funktioniert nicht. Okay. Ja, das heißt, man muss erst irgendwas anderes machen, um das freizuschalten. Aber was? Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig auf jeden Fall. Ja gut, dann gehen wir noch kurz auf die Insel hier und dann gehen wir zu dem hohen Punkt, überblicken die Lage und dann mal gucken. Ja, eigentlich haben wir noch gar nichts gemacht. Wir sind jetzt einfach nur sinnlos in der. Also was ist sinnlos, aber wir sind einfach nur random in der Gegend rumgefahren und haben die Teleportationspunkte freigeschaltet. Also eigentlich noch nicht wirklich was von der Aktion haben wir eigentlich noch gar nicht gemacht. Aber das war ja die Quest, also die Teleportationspunkte freischalten. War ja die Quest von der Aktion. Na gut, scheint nichts mehr zu geben. Dann zurück zu den Puddinginseln. Und dann müssen wir Story hier wieder reinquetschen. Und hier ist noch eine Muschel. The fog's gone. It's actually pretty scenic here. The four beacons have been lit, but we still don't know what trials may lie ahead. The weather's so nice. I know we can't afford to drop our guard, oh, but I can't help but enjoy the summer. I want to catch fish! Klee, this isn't Mondstadt. Please be careful. Oh, I understand. Paimon, after we deal with Dodo King together, we can go catch some fish! Okay, sure, whatever you say! Who or what exactly is Dodo King? Du machst dir anscheinend Sorgen. Yes, it is also my first time here. This may not sound fair to Klee, but my primary duty is to protect everyone. Finding this overlord is secondary. Also, the sudden appearance of this letter, these islands that are inaccessible by ordinary people, it's too much of a coincidence. Why would this sort of invitation be sent to a child? It's truly unbelievable. I also mustn't be careless. Well, what are we all waiting for? Let's start exploring the area. Was zum Teufel haben wir denn bitte dann gerade eben gemacht? Sorglos und voller Tatendrang, typisch Paimon. Paimon's right. We should take advantage of the clear weather to reassess our situation. Even on a mysterious island, I have no worries as long as you're here. So, should we go swimming first? Barbara is always ich hab's gecallt, dass sie in ihr such beautiful scenery. Dass sie das nutzen, um die Badeanzüge vorzustellen. Feel free to explore. I'll be at the ready if there is any sign of danger. I hope this island doesn't give us too much trouble. Hey. Auftrag Nummer 1 abgeschlossen. Während der Herausforderung Hauptkanonen fertig ziehen Feuer, sollst du die Monsterlager auf dem Meer beseitigen. Oh, und wenn ich das jetzt schon gemacht habe? Die beiden Waffen des Venreiters können den leichten treibenden Türmen beträchtlichen Schaden zufügen, aber die schweren treibenden Türme sind eine viel härtere Nuss. Okay.
Du musst deinen Wellenreiter verlassen, um die schweren treibenden Türme zu entern und unmittelbar mit den Monstern zu kämpfen. Einige Monsterlager werden von einer Teufelswindbarriere abgeschirmt. Die Reisenden, die ihre Wellenreiter daran hindert, sich an ihnen zu nähern. Diese Teufelswindbarrieren werden von drei Teufelswindquellen, unterstützt sie von Animo Samachoin, gesteuert werden. Die Teufelswindquellen befinden sich an der Außenseite der Barriere und können nur mit schweren Kanonen oder Pulverfässern zerstört werden. Nachdem alle drei Quellen zerstört sind, wird sich die Teufelswindbarriere auflösen. Sammle Kondensperlen, um die Abklingzeit deiner schweren Kanonen stark zu verringern und die Barrieren schneller zu durchbrechen. Strudel können in der Nähe von Monsterlagern auftauchen. Strudel ziehen Wellenreiter und Reisende in der Nähe fortlaufend an. Sobald ein Wellenreiter vom Strudel erfasst wird, leidet er fortlaufend Schaden und deine Ausdauer wird sehr schnell verbraucht. Wenn der Wellenreiter zerstört wird, wirst du automatisch aus dem Wellenreiter hinausgesteuert, so ist er vorsichtig da draußen auf dem Meer. Ah ja. Achso, das ist jetzt quasi das, was wir freigeschaltet haben durch den Abschluss des ersten Auftrags. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das ist jetzt quasi unter 1. Ah ja. Sammle 200 Glitzermuscheln, 1000 Glitzermuscheln, 2000 Glitzermuscheln. Besiege 30 Gegner beim Erklimmen treibender Türme. Besiege 60 Gegner beim Erklimmen treibender Türme. Zerstöre 5-mal eine Teufelswindbarriere mit schweren Kanonen auf dem Wellenreiter. Oder? Oder? Ja, oder? Fragezeichen. Wieso ist da so ein... Achso, nee, passt schon. Wellenreiter Reparaturwerkzeugkasten. Stellt 50% der strukturellen Integrität eines Boots wieder her, hat eine Abklingzeit von 90 Sekunden. Ah ja. Okay, aber was zum Teufel sind Glitzermuscheln? Wir haben noch keine gesammelt und ich weiß auch nicht, was das ist. Ah ja, okay. Tja, das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Ah, ach so. Nevermind. Ah, okay, das sind immer so Event-Dinger. Also die suchst du gar nicht selber, sondern die werden dir vorgegeben. Verstehe. Da würde ich sagen, holen wir uns hier noch die Echoschnecke auf der Insel und machen einen so ein Lager mal. Uns das anzugucken. We can't let the size of the ocean intimidate us. We have to at least try. You think we haven't tried before? We can't afford to lose anyone else. Tja. Oder ist sogar noch eine. Hier ist noch eine. I've told you, it's too dangerous. Hey, where are you running off to? Okay. Und wo ist hier das Wellenreiter-Ding? Hier. Perfekt. Und zack. Einfach geradeaus. Hoffentlich ist es eins ohne Barriere. Scheint so, ja. Oh, oder auch nicht. Ach, die haben Autofokus, die Dinger. Ah, das ist sehr easy. Oder auch nicht. Okay. Ah ja. Oh mein Gott. Okay, ich schätze mal, jetzt müssen wir entern. What's poppin', boys? Geht's, wie steht's? Moment mal, 5 von 13? Das heißt, da spawnen jetzt noch welche.
Oh oh. Nicht runterfallen, Zhongli. Nice. Nein! Oh, ich bin so ein Idiot. Und machen wir dafür. Nice. Ah ja, und so verdient man die Dinger dann quasi. Dann gehen wir wieder rein. Dann gehen wir wieder rein. Dann haben wir jetzt 200 von diesen Muscheln. Und kriegen 30 Urgestein, 20.000 Mora und den Reparaturkasten. Und das müssen wir jetzt quasi noch 9 Mal machen, so ungefähr. Dann... haben wir alles, genau. Und das geht jetzt gleich weiter einfach. Das kann ich quasi unendlich oft machen wahrscheinlich. Sieht wohl so aus. Okay. Ja gut. Weiß nicht, ob wir das alles zusammen machen werden. Ich denke mal nicht unbedingt. Also vor allem die Quests werden wir wahrscheinlich zusammen machen. Das ganze Gefarme vielleicht nicht unbedingt, weil es immer das gleiche ist. Vielleicht den Abschluss zusammen oder so. Mal gucken. Aber ja, das ist die Aktion Sommerinseln und Abenteuer. Und damit bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.